Ja, hi, willkommen, mein Name ist DanyroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. In den letzten Part haben wir wirklich 15 Minuten gebraucht, um Celsius lahmzulegen. Und jetzt müssen wir Gillan noch kaputt hauen. Oh, ich dachte, ich könnte hoch. Aber den schaffen wir jetzt locker noch. Zack. Aua. Obwohl er voll... Mein Gott, ne. Oh, Entschuldigung. Hör auf damit. Ich brauche Jude. Wer braucht die nicht? Zack. Jetzt mal aufladen. Dich kriegen wir auch noch, Mann. Du machst diesen Angriff immer. Was schon sagen. Au. Oh Gott. Zack. Und Dämonenchaos. So. Du bist ja jetzt vollkommen pipi einfach alleine. Wow, du hast ein Ding ins Angriff. Das sehe ich jetzt erst. Ein Feuerangriff. Oh. Oh, unsere Geld haben sich verdoppelt, ne? Wir haben jetzt 30.000 bekommen. Wahrscheinlich hat man noch 15.000 bekommen. Synchronisierungsstein und Verbundheitsstein. Wow. Zwei Level-Ups. Alvin, du musst es natürlich wieder vollkommen übertreiben. Wow, der Kampf hat jetzt in sich. Einmal verloren, aber danach genauso schwer. When we finally created a Spyrite. Damn it. The only thing you really want to do is gain favor with the outside to boost your influence. What's the point in making these Spyrites or whatever you call them? Spyrites are different from Spyrex devices. They allow us to wield incredible power without consuming spirits. Olympias is overflowing with people and technology. And we need Spyrites to sustain ourselves. What are you talking about? As spirits have become scarce, so has the mana in Olympias. Our world is now doomed to fade away. So that is why you implemented the Otherworld Reactor plan. But it's your fault. For getting hooked on Spyrex to begin with, now you have to live with the consequences. But if Spyrites become commonplace, the people of Olympias will have all the mana they need. Isn't it a bit late for that? You were the ones who chose to rely on Spyrex 2,000 years ago. That wasn't me! Ich wollte gerade sagen, dafür hat er doch nichts. Are you okay? Our plan can proceed so long as the schism exists. Everything you've done is for nothing. Is he dead now? Perhaps that was the price he had to pay for using Celsius. It was a high price to pay, even for that much power. I'll be taking this back. Glendor Yul'Savent. Goodbye, Uncle. Haben wir das schon vorher gekannt? You just missed it. This doesn't feel right. Ja, er kommt natürlich voll rechtzeitig, danke. Exodus must abandon their plans. They must be forced to, for the sake of Risa Maxia. Right.
Da sind sie. Was? Schon wieder? Ich meine, kein Schein versteht, was ich sag. Das ist eine verdammt lange Treppe. Ja.
Darauf habe ich gewartet. Ja. Natürlich möchte ich speichern. Hui. Ja. Mila ist wahrscheinlich tot. Auf Kosten dafür, dass die Lanze von Kresnik, nee, dass dieses A-Tier aufgehalten werden konnte. Und ja. Hui, das war jetzt heftig. Ich bin echt gespannt, wie es jetzt weitergeht. Weil wir wissen offensichtlich. Wir wissen es. Mila, aber wie? Und warum? Deswegen würde ich sagen, das passt ja alles so richtig schön und ich weiß nicht, wahrscheinlich werden wir wieder mit Cutscenes bombardiert nach diesen Cutscenes und deswegen würde ich sagen, ich mache hier einen Schnitt, weil, ja, weil ich es kann. Und wir sehen uns dann im nächsten Part von Let's Play Tales of Xillia. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss! Tschüss!